Ich habe dir doch schon immer gesagt, dass Leverkusen gegen Teneriffa keine Chance hat. Irgendwann hat jeder immer Glück. Oh Scheiße, Nummer 17 ist abgehauen. Oh. Abteilung A. Was ist denn so wichtig? Hier Meier, Abteilung D, Nummer 17 ist abgehauen. Wohl wieder vergessen, die Dosis zu erhöhen, was? Jetzt bringt ihr mir den sofort zurück. Ich schicke euch noch die beiden Neuen zur Verstärkung. Idioten. Thank you.
Hey, schaut mal! Schaut mal, das sind frische Spuren. Sie führen nach Süden. Wir sollten uns dann in zwei Gruppen aufteilen. Ihr beiden geht da drüben längs, wir beiden gehen da längs. Ungefähr 2 Stunden, dann sollten wir uns an der Westseite des Hügels wieder treffen, ja? Ist das okay? Ja. Ja. Gut, dann lass uns. Ja. Ich sag euch eins, so weit kann der gar nicht gekommen sein. Wir haben eh schon seit 2 Stunden Schluss. Ich sag's dir. Jo. Und machen wir Schluss. Fahren wir ab. Okay, dann lass uns zurückgehen. Irgendwie so eine Scheiße. Lass uns los, Mensch. Hey, Moment! Da unten ist er! Tatsächlich, den kriegen wir schon. Ihr beiden geht nur zum Hinterausgang, wir zum Vorderausgang und dort wartet ihr dann auf mein Zeichen. Okay. Na? Okay. Thank you.
Und wegen dir, Idiot, renn ich hier nach Feierabend in der Pampa rum. Oh, ein schöner Ausflug, ne? Den ist doch brutal, Walter. Ja, man macht die Spritze bereit. Mein Gott, Indianer! Ich werd verrückt. Ruhig bleiben, Männer. Schaut! Schnell, schnell, lass die Zinn frei. Wow. Kalamahala. Also, nee, ich sag das nicht dem Hansen. Ne? Ich auch nicht. Du auch nicht. Nee. Das glaubt uns eh keiner, wenn wir das erzählen. Hermann! Komm, klar, Hermann. Unser Intellektueller. Ja, ja, ja. Du bist der Chef. Du bist der Chef. Ich mach das nicht nochmal. Ja, also, Hermann. Ich würde schon sagen, nicht der Intellektuelle. Aber wohl. Ich mach das nicht.
Häuptling Büffelhorn vom Stamm der Ahoas frisst seinen Blutsbruder Silberfall. Büffelhorn? Silberfall, das war mein Indianername als Kind in Düsseldorf. Mensch, dann bist du Klaus, mein Blutsbruder? Genau. 22 Mal hat sich die Sonne gewendet, seit meine Eltern nach Arizona gingen. Ihre Ehe zerbrach und ich wuchs bei einem indianischen Onkel auf. Ich wurde in den Stamm aufgenommen und heute bin ich Häuptling der Ahoas. Ja, und was machst du jetzt hier? Ein Indianer vergisst keinen Schwur. Damals auf dem Spielplatz haben wir uns geschworen, wenn einer von uns in Not gerät, der andere ihm zu Hilfe kommt. Hier bin ich, Bruder. Klaus, Büffelhorn, ich danke dir, Bruder, aber was ist denn los mit mir? Ich glaube, die Medikamente wirken noch. Ich bin total müde. Ich möchte eigentlich nur noch schlafen. Okay, Silberfall. Ich bring dich zu deinem Wigwam und zu deiner Squaw. Tanua Wacke! Thomas, aufstehen, wir sind da. Was? Wo? Oh ja. Sag mal, Biffelon, woher hast du überhaupt gewusst, dass ich in Schwierigkeiten bin? Rauchzeichen ist gut, Handy ist besser. Aha. Komm, wir gehen, alle warten schon auf uns. Watanga! Gesegnet seist du, mein Sohn. Doch was tun diese Heiden bei dir? Das sind meine Freunde, die haben mich gerettet. Sie sind Christ, nehme ich an. Ich bin Pfarrer Ludwig Wolfram von Massen. Also Sie sind mitschuldig an Millionen von Morden, die von Christen begangen wurden. Und täglich kommen noch welche dazu. Am jüngsten Tag werdet ihr im Fegefeuer schmoren, du Thomas und deine heidnischen Freunde. Robert? Ja? Robert, wie geht's? Komm mal schnell am Wacker weg. Du weißt ja normal, alles frisch bei uns. Bis jetzt haben wir kurz aufreißt, merkt, dass bei uns nichts frisch ist. Ja, aber du weißt, sicher ist sicher. Thomas! Hey! Oh, schön, dass du wieder da bist. Paula, was machen die ganzen Leute hier? Ach, Thomas, du hast im Lotto gewonnen. Das kann nicht sein, Paula, ich habe nie Lotto gespielt. Thomas, ich fülle seit 3 Jahren Lottoscheine auf deinen Namen aus. Du hast 800 Millionen Peseten gewonnen. 800 Millionen Peseten, was ist das in D-Mark?
Karten. Nein, dividiert durch 8. Oder du nimmst 2 Nullen weg. Entschuldigung. Ja? Ich habe gehört, Sie haben ein kleines Devisenproblem. Ich heiße Konrad Baumgartner und bin Bankangestellter bei der SBA. Aha. Ah, brauchen Sie vielleicht einen Taschenrechner? Nein, danke, gnädige Frau. Mein früheriger Chef bei der KAK meinte schon, Geld kann man immer im Kopf ausrechnen. Aha. Also, 800 Millionen Peseten sind zum aktuellen Stand 11.32 Uhr 8.364.000 Franken und 24,24 Rappen. In D-Mark bitte, Herr Baumgartner. Und die Kommastellen können Sie ruhig weglassen. Oh, tut mir leid, aber D-Mark habe ich nur zum aktuellen Kurs heute früh 6.30 Uhr. Das spielt überhaupt keine Rolle, Herr Baumgartner, in D-Mark. In D-Mark sind es 9.264.000 und über die Kommastellen müssen wir uns noch unterhalten, das wird sehr wichtig sein für Sie in Zukunft. Aha. Hier ist noch meine Karte, bitte. Danke. Wiedersehen, gnädige Frau, Wiedersehen. Herrschaften. 9 Millionen. Hallo, Herrschaften, Essen gibt's. Bitte kommen. Kommen Sie. Paula, du musst es Thomas sagen. Stress mich jetzt nicht, Horsti. Aber sag mal, Paula, warum ist eigentlich der Platz hier neben mir noch frei? Ja, weißt du, heute wird jemand 16 Jahre alt. Aha. Jemand, der dich gerne kennenlernen möchte. Claudia? Nein, ich bin Peggy, Claudias Tochter. Deine Tochter, Papa. Aber, wie? Nein, Papa, jetzt lässt du mich reden. Ich hatte ja 16 Jahre lang Zeit, darüber nachzudenken. Warum konntest du bei deiner zweiten Frau nicht durchsetzen, mich zu sehen? Also, die Sache war sehr verzwickt damals. Meine zweite Frau, die mal ist, die hatte halt die Firma und die hatte das Geld und sie setzte mich unter Druck. Sie hat mir nicht erlaubt, dich zu sehen. Glaub mir, ich habe oft an dich gedacht. Und ich war aber echt in der Klemme. Geld, Firma. 16 Jahre sind vergangen. Meine Kindheit ist vorbei. Es hat mich immer beschäftigt, Peggy. Glaub mir, ich will aber versuchen, alles wieder gut zu machen. Echt, ich verspreche das. Gut, Papa. Du wirst mir jetzt ein Jahr lang helfen, meine verlorene Kindheit nachzuvollziehen. Gute Nachtgeschichten, Trösten, Ausflüge, Disney World, Europark, Geburtstag, Weihnachten, alles zu durchspielen, Papa. Okay, das werde ich alles für dich tun, Penny. Also, dann beginnen wir mit Füttern. Okay. Ein für Mama. Ein für Papa. Opa.
Sag mal, Paula, wo ist eigentlich mein Blutbruder? Ach, die Indianer meinst du? Ja, ja. Die bauen da drüben ihr Lager auf. Aha. Oh ja, portugiesischer Schweinegrützen müssen. Ja, ja, Schweinegrützen. Alles damit angegangen. Ich bin müde von der langen Reise, ich gehe jetzt schlafen. Mhm. Gute Nacht, Thomas, gute Nacht, Paula. Okay. Ach, Peggy, du gehst dann mit nach Arizona? Da ist auch Disney World, geil. Klar. Gute Nacht. Ja. Schlaf schön. Jetzt kommt's aber lecker. Uff, also, Paula, dieser baden-württembergische Schweinemützengrützen-Zungenbraten, der ist einfach klasse gewesen. Ja, weißt du, der ist vom hiesigen deutschen Metzger. Partyservice. Eine milde Gabe für die Armen von Irland Süd. Für die Armen Irren von Irland Süd. Danke. Eine milde Gabe für die Armen Irren von Irland Süd. Aquí está nuestra cerveza. Aquí está nuestra patria. Parole. Wo unser Bier ist, ist unsere Heimat. Das ist alles so beknackt hier. Nicht mal Musik gibt. Richtig traurig. Sing du doch was. Meinst du? Ich habe überhaupt kein Instrument, die mich begleiten. Stell dir das vor. Deine Stimme ist dein Instrument. Ah, die hören mir doch gar nicht zu. Sing, wie traurig alles ist. Die werden dir schon zuhören. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly with his song. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Oh, 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 oh. Meine Liebe, Sie müssen unbedingt in meinem Musical singen. War's gut, war's gut? Nein, aber es war so wunderschön traurig. Thomas, ja? Kommst du bitte mit ins Haus? Ich möchte dir jemand vorstellen.
Okay. Geht's? Ja, danke. Hallo Thomas, ich bin Horsti. Meine Freunde sagen Zorro zu mir. Thomas, das ist Horsti. Ich lebe seit 3 Jahren mit ihm zusammen. Du warst ja... Ja. Schon gut, ich verstehe. Hallo Horsti. Hallo Thomas. Liebst du Paula? Ja, Thomas. Und willst du es gut bei dir haben? Oh ja, Thomas. Paula, Horsti, ihr könnt das Haus behalten, ich brauche es nicht mehr, ich habe jetzt im Lotto gewonnen. Ich gehe mit der Peggy nach Arizona, ich habe da noch einiges gut zu machen. Aber im Moment bin ich ein bisschen arg müde. Ich gehe mich nochmal hinlegen. Hallo, Herr Thomas. Was ist denn noch, Herr Pfarrer? Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen, Herr Thomas. Ja, aber lassen Sie uns dafür zum Tisch gehen. Ich bin müde, ich möchte mich hinsetzen. Gut, Herr Thomas. Na, dann schießen Sie mal los, Herr Pfarrer. Ich fühle mich als Sünder, Herr Thomas. Ich habe im Schullager den Mädchen beim Duschen zugeschaut. Scheiße, Herr Pfarrer, und ich dachte, Sie wollten sich bei mir entschuldigen. Und überladen Sie hier nur Ihren schmierigen, verkalkten, fixigen Seelenmüll ab. Verzeih mir, oh Herr. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Vergib mir meine Sünden. Das ist doch alles Quatsch, Herr Pfarrer. Sie sollten sich diesen klebrigen und schleimigen Schmutz aus Ihrem Gehirn und Ihren Sexualorganen auswaschen. Ich will zu Fuß nach Rom pilgern, wenn sowas möglich wäre. Aber das wäre doch nur schade um die neuen Schuhe, Herr Pfarrer. Ich glaube aber, dass man selbst in Ihrem Fall noch was tun könnte. Glauben Sie wirklich? Sicher. Herr Thomas, was tun Sie da? Das war der Ruf des geilen Kojoten. Gleich wird mein Blutsbruder hier sein. Was? Das hab ich aber gar nicht so gemeint. Herr Pfarrer. Ja, ich will. Hau! Häuptling Büffelhorn grüßt seinen Blutsbruder Silberfall. Was gibt's? Hau! Silberfall grüßt seinen Blutsbruder Büffelhorn. Der Pfarrer möchte den Weg der Reinigung gehen. Den hier wacker. Tja, Herr Pfarrer, das liegt an Ihnen. Ach, und noch was. Tun Sie genau das, was die Indianer Ihnen sagen. Hey, willst du auch einen Zug? Nein, ich bin müde. Was, müde? Mhm. Du kannst doch jetzt nicht schlapp machen. Die Party fängt erst an. Ach, Moment mal. Ich hab da so absolut naturreine Bio-Aufbaupillen. Die sind total gesund und ohne Nebenwirkungen. Die bringen dein inneres Gleichgewicht wieder auf Top.
All right, do you remember the time? Thomas, komm ins Haus, du musst schlafen. Komm. An die Musik. Geht's? So wie viel Hai an Gold. An the sky. An Greenpeace. Thank you.
Asche zwischen meinen Händen zerronnen ist und der Rauch zum Himmel gestiegen ist, werden deine Qualen für immer beendet sein. Herr Thomas, Sie hier? Diesen Mann in Schweinestall gefunden. Drei Schweine vergewaltigt, davon eine Jungfrau. Wert seinem Rest 820.000 Pesetas. Sonst Guardia Civil. Niemand wollen vergewaltigtes Fleisch? Ist schon gut. Das übernehme ich, Herr Thomas, beziehungsweise die Kirche. Würden Sie mir bitte meinen Rock holen? Aber selbstverständlich, Herr Pfarrer. Moment. Ich würde sagen, Sie duschen erstmal. Ich mache dabei einen Kaffee, hm? Auf. Milch? Ja. Danke. Thomas, Sie glauben gar nicht, wie gut ich mich fühle. Und was werden Sie jetzt tun, Herr Pfarrer? Büffelhorn hat mich in Arizona eingeladen. Büffelhorn, wir sollten uns beeilen, wir rechtzeitig am Flughafen sind. Wo ist Peggy eigentlich? Peggy? Das ist Jesus, der beste Surfer der Insel. Nehmen ihn mit nach Arizona. Übrigens, er kann auch übers Wasser gehen. Peggy, du rauchst.
Ich weiß nicht, aber Büffelhorn hat wohl kein Ticket für ihn. Oh doch, das hat er. Wie soll er das denn wissen? Büffelhorn hat doch ein Handy. Also, dann ist ja alles klar, dann gehen wir. Vamos! Dabei. Wir stehen kurz vor der Aufklärung einer mysteriösen Story eines Wahnsinnigen oder eines in den Wahnsinn getriebenen. Wir treffen gleich Herrn Thomas, dem eine spektakuläre Flucht aus dem Irrenhaus gelang. Nachdem er schon fast entflohen war, kamen die Wärter und wer half ihm? Sie glauben es nicht, Indianer. Oh Mann, da sind ja die Indianer. Telefon. Der Tipp war Gold wert. Joachim Müller hat 500 Mark gewonnen. Verflixt, ich glaube, die Akkus sind alle. Wir müssen die wechseln. Oh no, du kannst doch jetzt keine Akkus wechseln. Halt drauf, wir steigen gleich aus. Schnell! Schon. Schnell, nimm sie ins Bild. Guten Tag, Herr Thomas. Tag. Unsere Zuschauer von Südirland News wollten gerne ein paar Fragen beantwortet haben von Ihnen. Aha. Zum Beispiel, weshalb waren Sie so lange im Irrenhaus und was ist an Ihrem Kopf passiert, Herr Thomas? Ach, das ist doch eine ganz alte Sache. Das ist... Nein, das ist ein totaler Irrtum, das mit dem Irrenhaus. Das war damals vor 3 Jahren, als meine Frau, die Paula, nach Monaco geflogen ist zur Steffi. Und dann, ja, und dann waren die im Anschluss auch in Monte Carlo am Roulette, ne? Und dann hat die unglaublich viel Kohle verloren damals. Also nein. Zu der Zeit, ja. Und da hat das angefangen, das waren 89, glaube ich. Ja, im April, genau. Scheiße, jetzt sind die Akkus alle. Das darf doch nicht wahr sein. Yeah. Nein, ja, Oskar. Aber ich hab's dir doch gesagt. Tut mir leid. Hey, Jesus, auch. Hey, Oskar. Leute, wir gehen. Aus, Schluss, vorbei, Ende. Watanga.